Moin Sorry. zusammen, wir gehen jetzt in eine Random Map und oh mein Gott, Kitten! Jetzt. Was ist heute los mit dir, Game? Naja, Und jetzt naja. werden wir gleich wieder so einen blöden Onryo haben. Ich wollte immer noch mal in die Schule gehen, egal. Bitte nicht wieder ein Onryo hier. Bitte gibt Oh, uns einen ja. Gin oder einen Deochen. Wenn wir hier einen Deochen haben, müssen wir mit dem Basketball spielen. Das steht schon mal fest. Okay, der Breaker ist oben links. Dann gehe Okay, ich nach ich gehe nach unten oben links. links dann. Also nehmt Glücklicher. euch direkt eure Items da und sucht den Geist. Wir bereiten dann erst dann vor, wenn wir den Geist gefunden haben. Das ist ja Ich gehe lustig. erstmal kurz durch die ganzen Kameras. Ja, okay. Ich gehe dann gleich links rein und mach den Breaky an. Gehe in die Mitte rein, okay? Ja, Kiki, du kannst auch küken. Wo gehst du hin? Gehst du links hin oder was? Ich gehe unten links lang. Komm Unten schon links. rein. Kiki, du kannst dann unten rechts reingehen. So, okay. Wo läuft Kiki denn hin? Kiki läuft nach Mama, unten was rechts. machst du? Kiki, du Wenn ich läufst nach vormache. unten rechts hin, ne? Okay, Ja. es dauert was, bis ich den Breaker anmache, habe. Deshalb, komm, Küken, gehen wir schon mal rein. Such hier jeden einzelnen Raum ab. Ja. Kann schon mal Ja, rein? Kiki, geh ruhig schon mal rein. Ich versuche den Breaker so schnell es geht anzumachen. Okay, Obst. Zu viert Ja, müssen okay, wir den Orks sind Geist bei der schnell Schule auch finden. schwieriger, weil die Geister können ja nicht mehr in den Fluren sein. Ich denke mal, ich höre hier Wasser. Strom läuft. So, dann checken wir den Raum hier direkt mal. Okay, das gleiche Spiel wie sonst immer. Wir suchen jeden Raum ab. Gucken nach dem Knochen, nach dem Geist etc. Bis gleich. Telefon oben in der Mitte. Ich glaube, hier in dem Raum. Warte, ich guck mal. Ghost, are you here? Dann habe ich ihn über die Etage gehört. Ghost, are you here? Show us. Are you here? Show us. Was hast du geworfen? Ich habe doch was fliegen hören vorher. Hier ist die Tür auf. Das Komische ist, ich habe hier keinen Atem. Aber dieses Telefon da ging gerade in dem Raum. Also hier ist eine Tür auf gewesen, aber da ist nichts. Okay. Hier in dem Raum hat er was geworfen. Er ist einer von den beiden Räumen auf jeden Fall. Hier ist auch nichts. Okay. Okay, Items zum, das ist der linke Eingang vorbereiten. Ich habe gerade eine Tür gehört. Der War Speckraum wird ich. das Badezimmer hier oben dann. Ja, auf jeden Fall hier das linke Klassenzimmer. Das linke von den beiden ist es? Nee, nee, Wenn du davor stehst, das rechte. das pinke rechte, meint er. Okay, dann macht bei dem anderen das Licht aus, bei dem, dass es nicht ist. Und ich bringe direkt mal Videokamera, Soundsensor und Kruzi dann da rein. Und ihr könnt ja die Items zu der Tür erstmal bringen. Ja, ich hab Whisper gehabt, ja? Ja, Kiki, dann guck auf deine Sanity wegen dem Whisper. Ja. So, wir bereiten kurz vor. Bis gleich. So. Schauen wir mal. Haben wir hier einen Ort? Na, ich sehe jetzt auf Anhieb keinen. Okay. Ja. Boah, du Geist, du! Macht dann seine Schulter auf meinen Kopf. Ich meine, macht dann seine Hand auf meine Kalte Schulter. Knochenhand. Boah, ich hab mich erschreckt. Ich hab die Hand dran, damit die rechnet, ey. So, Kruzi ist hier im Raum. Und Soundsensor ist auch hier. Alle anderen Soundsensoren zum Highway dann. Kiki, denk dran, Soundsensoren alle am Ghost Highway hinstellen. Am Raum ist schon einer. Wir können dann während der Vorbereitung hören, falls er eine doppelte Interaktion macht. Okay, das mache ich, schmeiße ich aber hier in die Eingangstür. Ja, jetzt alle Items nur bis zur Eingangstüre bringen. Ich habe das jetzt nur schon mal da aufgebaut, damit wir, während wir vorbereiten, das im Truck hören können, falls er was macht. Okay. Die kann man ein bisschen weiter reinwerfen, weil auf diese Weise verlieren wir keine Sanity. Das ist eben hier die Taktik. Soll ich schon Items im Truck holen oder haben wir jetzt alles? Weiß ich jetzt selber nicht, ich hab nicht genau geguckt. Ich glaube, ich gehe nur einmal, wa? Ich gehe nur einmal. Ich habe gerade eine Tür zu Ja, knallen hören. wir haben alles. Ach so, okay. Ja, ich gehe nur einmal gucken. Dann.
Vielleicht fehlt ja doch schon noch mal was. Beim ersten Ghost Highway an, mit den ersten Teilen. Vielleicht fehlt ja noch eine Videokamera oder so. Kükeneinsatz könnt ihr euch gleich nehmen, um die Fotos zu machen. Mhm. Was? Ja, ja. So. Ich hab ein Versteck gefunden. Und zwar, wenn du in Richtung Treppe den Flur weitergehst, dann den Flur links, der letzte Raum auf der rechten Seite. Da kannst du dich hinter dem Schrank verstecken. Okay, ich baue den Ghost Highway zu den Toiletten hin, weil mit denen sind wir bisher eigentlich immer gut gefahren. Weil dann haben wir auch ein längeres Stück, wo wir den langlocken können. Da können wir dann auch eine Kamera genau in die Ecke stellen. Dann kann man nämlich beide Flure gleichzeitig auch sehen, wenn wir den da langlocken. Aber das Versteck kannst du dir ja auch noch mit einem Glowstick markieren als Notfallversteck. Ist das in dem Videokamera? Ich wusste doch. Ich bin ja sonst gelaufen. Das ist wieder typisch Küken. Er denkt, da braucht man nicht, weißt du? Hä? Ja, ja. Ja, wir brauchen ja auch maximal zwei. Das ist immer so ein Scherzkeks, der. Deswegen denke ich immer, laufe ich lieber nochmal und hier nochmal gucken. Und dann finde ich immer. Ich stelle euch gleich eine Videokamera dahin. Also das Salz, was hier unten ist, könnt ihr euch für euch mitnehmen dann gleich. Okay, ich habe leider keinen Lost Bonus. Wo ist denn das zweite EMF? Ein EMF muss in den Speckraum, falls wir einen Phantom haben oder einen Wave. Ich habe jetzt die letzte Fuhr. Eins liegt im Raum auf einem Tisch, auf einem Schultisch. Also ich habe hier... Ah, hier sind zwei im Geisterraum. Ich bring dir mal das zweite, okay? Ich schmeiß das hier einfach bei der Taschenlampe ab. Ich bringe es jetzt gleich rüber, weil ich muss eh die Kamera hier abladen. So. Okay, danke. Bitte schön. So, ich mach jetzt noch ein paar Fotos. Boah, ey, der wirft hier wie ein Meister. Wie ein Weltmeister, meinst du? Ja, Mama. So. Ja, der ist ein Scheiß, dann ist was gut. Piep, piep, piep. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo der Geisterraum ist. Hm, war schon lange nicht mehr hier oben, war. Ja, da wo der Ghost Highway hin zeigt. Oh mein Gott, bei mir backt hier alles total aus wegen dem ganzen Licht. Oh okay. Nee, hier ist ja keine Mama. Wo ist das denn hier? Bin ich doof jetzt? Ja. Hier ist der Klo. Neben dem Klo jetzt? Ah, kann das. Nein, also das ist auch Klo. Hier die Items, die hier so an der Seite zusammenliegen, die kannst du benutzen für den Speckraum. Da kannst du dann auch den Soundsensor vor den Speckraum stellen nachher. Ach, ich bin total am Schwitzen, war total aufgeregt, weil ich nicht mehr weiß, wo der Geisterraum ist. Kiki, du brauchst den Geisterraum nicht, du brauchst nur den Speckraum. Boah, Mama. Oh, ey. Okay, da schmeiß ich das mal einfach hier hin. Ich bin ja total fertig jetzt. Die Kamera soll doch in den Speckraum, aber die kannst du auch da lassen. Ich kriege noch einen Herzinfarkt hier. Dürfte ich hier noch ein Salz im Raum kriegen? Ja, habe ich doch gesagt, das Salz dürft ihr nehmen für die Fotos. Wo ist das denn? Das liegt unten an der Tür. Wo ist das Parabol? Parabol ist weg. Okay, das Parabol ist auch unten an der Tür. Das sollst du ja in den Speckraum bringen. Oh, ich dachte, ihr hättet das schon hochgebracht, Mensch. Was ist denn hier los? Ja, eins liegt auch hier oben, das muss auch noch in den Speckraum. Also löste das ja. Kann mir jemand vielleicht das Salz bringen? Also ehrlich, ach, mehr reicht als alles alleine am Aufbauen. Das ist doch nicht mehr normal mit euch. Das ist doch hier. Das liegt doch anders mehr. Kannst du mir das bringen, du? Das ist leer. Kann ja, ich auch nicht ich für. Das. Ja. Ich bin noch hier bei dem letzten Tour. Dann nehme ich noch das letzte Parabol mit. Die Dippen sind alle leer. Jetzt habe ich ja hier gefühlt alles alleine aufgebaut, ey. Puh. Ja, ich mache hier meine Fotos. Ich habe hier nichts damit zu tun. Ich habe die ganze Zeit Items rübergebracht. Da kann ich nicht für. So. Fuck. Ihr habt mir ja gesagt, ich soll Fotos machen. Ihr habt mir gesagt, so Items. So, einmal Salz. Yay! Der Audiosensor, der an der Treppe platziert ist, könnt ihr den noch weiter in Richtung Zulwand bringen? Hm? Ich hab grad den Whisper bekommen. Ja, Balu sagt einfach vom rechten Flur. Sensor steht jetzt vorm Speckraum. Sehr gut.
Kannst du mal meine Sanity kurz beobachten, ob die runtergeht? Weil ich bin gerade im beleuchteten Raum und habe gerade den Whisper bekommen. Scheiße, oh ey, wir müssen mal ins Fotoalbum gucken. Da habe ich nur Fotos von Büchern drin. Das ist lustig. Ja, witzig. Oh. Büchersammlung ist das. Pendel stabil zwischen 64 und 68. Okay, dann ist der Moral raus. Küken ist auch schon ins Salz gelaufen? Ja, kein Rave. Okay, Wraith ist dann auch raus. Ich mach dann schon mal einen kleinen Polti Highway hier fertig. Ja, Wraith wäre auch nochmal schön. Ah, hier war doch. Irgendwo war hier ein Raum, der viele Items hatte. Der hier hat sehr viele. So. Menschenskinder. Okay, ich mach mal kurz nebenbei. Ja, okay, das war ein 3-Sterne. 62, oh, oh. Wir könnten vielleicht ein Dingens haben, ein Raichu. Oder ein Demon. Oder ein Goryeo. Boah, Mama, du bist auch ein Goryeo. Kann es nicht mehr sein bei der Sanity. Aber Shade? Definitiv nein, nicht. Boah. Hand. Oh, ich hab Angst. Schnell, ja, Tino, komm. Leise. Mach das Licht aus, Mama. Leise. Was ist denn? Tür zu, Mensch. Mach irgendein Licht an. Sehr schnell. Mach irgendein Licht an, Mama. Mach's aus, okay. Schnell. Du Pupsi. Ja, sehr gut. Mensch. Scheiße. Eingewählt. Das wär ich jetzt so. Oh, ne. Scheiß Licht, ey. Hab ich dran gedacht. Die ist schnell. Ich glaube, es ist ein Raichu. Oh nein. Ja, ja. Könnte aber auch ein Fey sein. Ja, aber ich war sehr lange bei ihm im Raum, so gesehen. Gott, ey, ich dachte... Oh, ich dachte gerade auch, der kommt, ey. Puff. Dann schau doch ab hier. Oh. Was ist los mit dem? Ist er nervös? Das ist ein Raichu. Ja. Mit auch sagen. Okay, es könnte. Er hat jeden einzelnen Raum da und den Flur abgesucht. Also kein Goryeo. Ja, der war da lange hier bei den Klos. Also fahren wir jetzt ab mit Raichu? Und noch keinen Treppen haben. Lass uns doch mal alle elektronischen Sachen ausschalten. Für einen Hans. Oder? Aber der war ja auch schneller als noch. Ja, wir könnten einen Raichu haben. Ne, Küken, lass die Items mal. Lass den Ghost Highway mal. Guck mal, ob unten nichts Elektronisches ist. Unten darf nichts Elektronisches sein. Weil wenn er die andere Etage dann runterläuft, dann können wir das daran feststellen. Judith hat gesagt, dass die Lampen an, aber ich habe das gar nicht gemerkt. Ja, sonst wären wir alle tot wegen dir. Dann solltet ihr vielleicht noch den Dots von der Wand nehmen. Scheiße. Ist so unten ein Dots an der Wand? Nö. Unten nicht, oben, ich oben. Euch oben an der Kreuz. Nee, unten soll nur elektronikfrei sein. Oben ist egal, weil wir können es ja hören, wenn er runterläuft. Unten ist alles frei. Unten ist alles freigeräumt an elektronischen Sachen. Aber ich glaube, das ist jetzt zu riskant, nach oben zu kommen. Küken, bleib du unten. Du kannst ja auch unten auf die Geschwindigkeit hören im Bad, wenn der Geist da runterläuft. No. Ah, schlau, schlau, schlau. Kiki, wir bleiben jetzt im Versteck. Also wir machen, dass er uns gar nicht erst sieht. Und dann haben wir eine höhere Chance, dass er auch wirklich runterläuft. Und dann hören wir nur hin für den Hand jetzt. So, das ist zumindest der Plan. Fuchs. Kiki liest mal wieder die Graffitis. Neues. Make a noise, Kid. Shit, da. Smoke. Smoke. Ja, ne, Smoke. Und Gebe. Was, Geb? Komisch. Geb. 33. Okay. Oh, Telefon, schnell! Telefon! Der hat auch nichts anderes zu tun, wie zu telefonieren, der Geist. Ja, aber echt, ey. Der soll jetzt so lange labern, der soll mal handen, ey. Aber echt, ey, der lässt sich hier ja Zeit. Der ruft ja jeden Tag nach Mexiko an. Als wenn er nichts kosten würde. Ja, ja. Und die Schule muss die Rechnung bezahlen. Bitte einer mit dem Lichtschein? Ja, ich hab hier gerade geguckt, ob er handelt. Der soll mal handen. So. Ich schlurf hier, helf ein. Ach, ich hänge schon mit einem Bein im Klo. Ja, Kiki steckt gerade im Klo fest. Wir müssen ja gleich raushelfen.
Ach, ich schaue mir mal schön die Buchfotos hier an. Ein blaues das Küken guckt sich UFOs an. Niklos, kann man ja nicht abdrücken, warum nicht? Ja, dann ist hier ein Geist, eine Tür sogar. Weiß ich nicht, warum man die nicht abdrücken kann. Dann ist hier ein Salz und hier der Ständer wurde auch fotografiert. Wir sollten nur weiter stinken. Ja, dann warten wir mal, bis Emma hantet. Kleiner Lama. Ach, ich mache jetzt einen Quiz mit euch, Leute. Wenn Dots im Ultraviolett drin sind, welche Geister sind dann auch möglich? Auf jeden Fall das Phantom und der Banshee. Und ich glaube der Goryeo. Boah, ding, 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 sie ich haben einen Ich hab nicht nachgeguckt, also du kannst hier gucken. Ich habe nicht das Journal aufgemacht, die Aufnahme läuft sogar. Ehrlich, krass. Also... Das waren schon mal 1 Million Euro. Und welcher Geist könnte es sein, wenn es EMF 5 und Geisterbuch ist? Auf jeden Fall ist der Meiling mit dabei. Ich glaube, der Spirit ist auch mit dabei. Oh, noch und, einen brauchst du. Wraith ist es nicht. Den letzten, der... Nee, der Djinn ist es auch nicht. Denk an etwas Ruhiges. Ach so, der Shade-Kopf. Boah. Das ist krass. Oh, der guck mal an, wie der mit den Lichtern schon aus der weiten Entfernung flackert. Kommst du hier rein? Guck mal, die ist mega weit weg und flackert. Da. Mensch, warum machst du mir die Tür zu? Du kommst, ich dachte jetzt woanders hin. Blöd. Sollst du sterben wie in dir? Knall. Warte, sie läuft die Treppe runter. Sie ist aber immer noch schnell bei mir. Jetzt ist sie langsamer. Hey, jetzt ist doch das Licht aus. Sie ist langsamer, ne? Ja, das ist ein Raiju. Raiju, ja. Ich höre das bis hier oben in die Schritte. Mit den Etagen ist es am besten, das zu machen. Okay, Kiki, mach dich schon mal absprungbereit. Die ist eh unten. Okay, raus, hier ist ein Raiju, weil der war unten langsamer geworden. I'm afraid. Schaffe ich Stadtkind. Lauft einfach. Ich gehe zum Geisterraum und gucke, ob ich die smudgen kann. Och. Scheiß Treppe, ey. Rausrecht hier. Nebenaufgaben sind schon alle abgearbeitet. Ja, das schaffen bestimmt, weil die handelt ja nicht so oft. Ich habe sie zur Sicherheit gerade gesmudged. Ich hoffe, ich habe sie erwischt. Dann können wir in Ruhe rausgehen. So, Und welche Geister könnten sein, wenn es Geisterbox und Gefrier sind? Der Mimic ist da auf jeden Fall noch drin, der Moroi ist da auf jeden Fall noch drin. Ah, das sind sogar mehrere. Mimic und Rio, richtig? Weiß ich jetzt gar nicht, der hat glaube ich kein Gefrier, ne? Ne, der hat Buch und Dots. Und ja, denk an den Buchstaben O. Ach, der Onryo, ja, der ist da auch drin. Ja, und noch einer. Freezing und Spirit Box, der Hanzo ist es nicht. Der Demon ist es auch nicht. Wer hat noch Freezing und Box? Na, fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein, der letzte. Das ist mehr als einer. Ich meine, das ist. Ach so, die Twins? Das sind zwei. Ach ja, so ein komischer Tipp. Ja, immer 5 zusätzlich, ja. Okay. Ja, dann könnt ihr Raichu eintragen, weil man hat es richtig gehört, wie sie langsamer geworden ist. Hab ich das schon drin, ja. Zum Glück haben wir jetzt zum Schluss noch einen Easy Geist gehabt. Aber dann ist das wirklich, habe ich den wirklich von unten gehört, weil ich war fast direkt unter ihm, als ich das Buch gehört habe. Das war, irgendwo unten war noch was Elektronisches, vielleicht an der Eingangstür. Irgendwas Elektronisches war noch da, weil unten war sie immer noch schnell, aber als sie weiter Richtung nach hinten gelaufen ist zu dem Gang, da hat man es gehört, dass sie normal schnell wurde auf einmal und nicht mehr schneller war. Und das konnte man auch schön von dem Klo oben aus hören. Deshalb definitiv ein Raiju. Na gut, dann mit Raiju opfern. Raiju schmeißt die Items an die Wand. Jetzt wird durch das Haus gerannt. Das ist unser Raiju-Lied. Und beim Yokai wird einfach nur geschrien: Yokai! Ja, der gute alte Raiju. Oh, ich brauche noch über 10 Level für die Laternen, Mann. Ja, aber es ging diese Woche sehr schnell mit dem Level. Ging richtig gut. Nee, ist doch nicht schlimm. Oh, T3, Buchgesicht. Ja, man hat ja eh noch 3 Knochen. So, der Knochen war im Klassenraum 24, keine Ahnung, wo das ist. Ja, toll. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.